Herzlich willkommen zurück bei Arkham Horror Mother's Embrace und ich befürchte, wir sind leider schon im letzten Szenario hier, wo alles anfing, an der Villa McGonagall. Wir legen los. Was haben wir denn hier? Ein Brief. Zwischen den Blumen entdeckst du einen Brief, der an dich adressiert ist. Mein verehrter Gast. Als ich Sie an jenem schicksalsträchtigen Tage hierher gebeten habe, wollte ich Sie einladen, sich unserer glorreichen Mission anzuschließen. Sie würden es doch sicher zu schätzen wissen, als erstes unter meinen vielen Bekannten auserwählt zu werden, die Evolution der Menschen in Ihrem Namen zu erleben. Leider haben Sie sich meines Glaubens als unwürdig erwiesen. Wieder und wieder haben Sie Ihre Schönheit entsagt und ihren Segen vernichtet. Doch es ist nicht zu spät, um für ihre Fehler Buße zu tun. Sie können sich noch immer anschließen. Minerva McGonagall. Werde ich wahrscheinlich nicht tun. Was haben wir hier? Munition. Sehr gut, nehmen wir mit. Was ist hier? Bandagen. Aha, nehmen wir auch mit. Oh, wir können aber nur so viele tragen. Das ist nicht so gut. Und weglegen will ich auch nichts. Andererseits, wir haben hier einen Heilzauber, ne? Dann lasse ich das trotzdem erstmal so. Gut, was haben wir hier? Aha. Nee. Nimm den mal mit. Jetzt zerstören wir den und nehmen den hier mit. So, ich habe den jetzt extra zerstört, damit ich die Kugeln kriege. Eine Bank liegt. Auf der Bank liegt ein alter Zettel. Ach, verdammt, was ist denn los heute? Lesen wir den alten Zettel. Aha, unser Rezept. Was ist es? McGonagalls Lieblingsrezept. Schafsniere, Butter, Mehl, Wasser, Kräuter. Aha. Aha. So, was ist hier in diesem Korb? Ah, sehr gut. Und das andere, wer macht das? Das Bleirohr macht 9 bis 11 und der hier macht 7 bis 9. Nee, dann behalten wir das Bleirohr. Die Tür zum Gewächshaus ist verriegelt. Es ist unwahrscheinlich, dass wir dort was brauchen. Gut. Ah, da hinten haben wir noch ein paar Kisten. Also die stocken uns jetzt hier auf jeden Fall auf mit... Da bewegt sich etwas drin. Oje. Die Kreaturen des Bayou sind in dieser Kiste. Entschuldigung, wieder hier mal falsch geklickt. Dann nehmen wir die Dinger mit. Ich zerstöre die immer, damit wir die Kugeln davon erhalten. Damit wir richtig voll an Munition sind. Und einfach mal alles mitnehmen können. Was ist denn? 6 bis 9 Magieschaden. Hier, der ist auch 6 bis 9 und der ist auch 6 bis 9. Ja, dann tauschen wir doch das fast Zerstörte gegen das Neue, ne? Auf die Art und Weise haben wir jetzt... Naja, ich weiß nicht, wie oft man diese Bücher einsetzen kann, aber ich schätze mal, so 10, 20 Mal wird man sie schon einsetzen können. Du spürst eine abscheuliche Präsenz. Bist du sicher, dass du fortfahren möchtest? Nein, bin ich nicht. Nicht so schnell. Okay, dann machen wir es trotzdem. Ja, bin ich. Not another one of those monsters. Oh je. Not just another one. This one is different. This one is the professor herself. Oh nein. There you are at last. Yes, I am quite different from those ordinary reborn. I am her chosen, her nearest worshipper. Soon you will join me in her adulation. Soon you will understand her cosmic grandeur, and together we will sing... Was singen wir denn? Alle meine Entchen, Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Ja, Shub-Niggurath. Ah ja, cooles Lied, kenne ich auch. So, sie hat aber auch nur 50 Leben. Ich habe jetzt mit mehr gerechnet.
Gut, dann legen wir einfach mal los. 6 bis 9, 7 bis 9. Wir nehmen den hier, weil damit können wir zweimal schießen. Sogar kritischer Schaden und gleich noch ein zweites Mal. Und nochmal kritischer Schaden. Und natürlich gehen wir in den Feuerschutzmodus. Sehr geil. Nochmal kritisch. Oh, schade. Wäre auch zu schön gewesen. So. Gut, es ist auch schon sehr praktisch, dass die jetzt hier zu uns gekommen ist. Weil jetzt können wir einfach mit Rex hier hinlaufen und mit unserem Bleirohr richtig deftig zuschlagen. Zack. Oh oh. Oh oh. Was war das denn? Nein! Oh nein! Oh nein! What is that abomination? Ah, das ist ein dunkles Junges. Ih, wie die... Oh, wie der Körper hier noch drin. Ah, wie geil ist das denn? Is that thing Professor Tillingist? Oh, Gottes Willen. My promised maternity is nigh. Behold my transcendent child and become free. Yeah, Shub-Niggurath. What has she become? It's unspeakable. Ja, das beschreibt es ganz gut. Unbeschreiblich. Ach du Scheiße. Okay, wir kämpfen jetzt hier auch gegen zwei, so wie es ausschaut. Einmal Tillinghast selbst. Und einmal dieses Ding da, ne? So, auf wen schießen wir jetzt zuerst? Mutter... was? Mutierte Tillinghast und dunkles Junges. Ich würde sagen, wir schießen auf das dunkle Junge, oder? Wow. Nicht gleich so viel Schaden, hallo? Okay, dann schießen wir mal auf die mutierte Tillinghast. Aha, das sieht schon besser aus. Das sieht schon besser aus. Okay, ich gehe mal besser nicht näher an das Viech ran, ne? Nee, nicht auf das dunkle Junge, sondern auf die mutierte Tillinghast schießen wir. Das müsste der ja jetzt den Gar ausmachen. Ups. Automatik zerstört. Na, super. Sieh mal, jetzt haben wir nur noch das dunkle Junge. Wenn wir jetzt darauf schießen... Ach so, ja, können wir nicht. Blöd. Feuerschutz, komm. Gut, und jetzt ein bisschen Magie. Hier. Oh, da sind wir aber ein bisschen zu weit weg, fürchte ich. Also müssen wir uns natürlich bewegen. Oh je, wir können uns ja gar nicht so weit bewegen, dass wir die... Ah, das ist ungeschickt. Das ist mehr als ungeschickt. Und... Okay, pass mal auf, dann werde ich lieber den hier machen. Und ich heile den Ronald. Abracadabra, Simsalabim. Und es heilt ihn sogar noch ein bisschen mehr. Wunderbar. Und den Rest werde ich gehen, damit ich... Ja, halt so nah wie möglich irgendwie an es rankomme, ne? Dann müsste ich aber in der nächsten Runde auch mit den beiden hier vorangehen, damit ich noch in dem Radius des heilenden Buches bin. So, jetzt bin ich gespannt. Was macht das dunkle Junge? Aha, es spawnt Viecher. Naja, halb so schlimm. Hey, und Tillinghast ist wieder hier. Oh, und jetzt hat es nur noch 29? Ah, ich verstehe. Das überträgt seine Lebenspunkte auf Tillinghast. Sehr geil, okay. Ich bewege mich mit dem ein bisschen weiter nach hier hin,
damit ich nicht im Radius dieser Brütlinge bin, wenn sie explodieren. So, das müsste eigentlich reichen. Und jetzt schieße ich auf den Brütling. Auf den Bratling. Sehr schön. Der explodiert jetzt und der nächste Schuss gilt dann der Tillinghest. So. Auch gut. Explodiert, der andere explodiert auch. Puff, sehr schön. So, er hier. Er wird sich auch bewegen. Und zwar, Moment, wie viel braucht er für die Automatik? Ich glaube 3. Dann bewegt er sich mal hier hin. Und schießt wieder auf Tillinghest. Auf die Art und Weise müssten wir ja dem Jungen, dem dunklen Jungen wieder Leben abziehen können. So. Und nun? Ja, ich muss wieder ein bisschen näher ran. So, jetzt müsste ich es doch erreichen können. Ha, wunderbar. Okay, zaubern wir mal. Ich mache dem wahrscheinlich wieder nur einen Schaden. Ja, habe ich mir gedacht. Ja. Danke. Oh. Oh, es sagt da. Nee, es sagt. Das spricht wahrscheinlich so. Danke. Okay, nicht draufzaubern. Ich werde es mir merken. Ja, weiter. Was soll ich machen? Ich kann meinen Fokus auch nicht mehr erneuern. So, jetzt. Oh, es bewegt sich. Oh, es ist in unserer Reichweite. Oh. Nice. Die Bewegung des Kampfes. Oh je, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Es liegt Voodoo in der Luft. So, 15. Kriegt 15 Schaden, 15 Heilung. Okay. Wir haben eine ziemlich verringerte Bewegungsdistanz und ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn wir uns trotzdem von dem Viech ein bisschen entfernen. Beziehungsweise der Ronald ist ja noch weit genug weg. Aber. Okay, jetzt muss ich leider nachladen. Sehr schön. Ah, ich hätte gar nicht nachladen müssen. Ich hätte auch mit dem hier schießen können. Dann hätten wir die Tillinghest direkt getötet. Ich gehe mal auf Feuerschutz. So, er hier. Sollen wir rangehen und die... Nee, ich werde Abstand nehmen. So. Abstand halten und nochmal auf Tillinghest schießen. Zack. Damit ist die auch erledigt. Und jetzt müsste eigentlich das dunkle Junge danach verwundbar sein. So, und die hier bewegt sich auch. Moment. Das Heilebuch braucht... Das hat uns letztes Mal 8 abgezogen. Ja gut, einen zweiten Treffer könnten wir aushalten, aber ich werde den Rex heilen. So, sehr schön. Der hat ja nur 22 Leben. Okay, immun. Finde ich gut. Und jetzt bewege ich mich wieder in diese Richtung hier, damit ich nicht... damit es sich bewegen muss, falls es sich bewegt und ich ein bisschen weiter weg bin von seiner Stampfattacke. Boah. So, was macht es jetzt? Okay, es spuckt wieder Brütlinge aus. Ah, und das hat sich nicht selbst umgebracht. Interessant. Okay, ich schieße jetzt nochmal auf Tillinghest. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Oh yeah! Oh yeah! Glorreicher Sieg, du bist mein! So sorry. What began as scientific curiosity became obsession. That
That obsession led to madness. And the madness consumed me. The things I have done, I know they are unforgivable. You did the right thing, my friends. Please do what you must to ensure no one ever follows my unspeakable example. Arkham is safe, but at what price? Hey, das scheint's gewesen zu sein. Ich habe jetzt hier auch eine Errungenschaft freigeschaltet. Da steht das Ende. Ich glaube nicht, dass man die in der Aufnahme sieht. Aber nun ja, das ist dann wohl das Ende. Ha, ein schönes Spiel. Hat mir gefallen. Also ist jetzt natürlich sehr stark angelehnt an das Arkham Horror Brettspiel und an das Arkham Horror Kartenspiel und an Arkham Horror Letzte Stunde und was es da nicht alles noch für andere Arkham Horror Ableger gibt. Willen des Wahnsinns. Und ich war am Anfang, muss ich zugeben, skeptisch. Ich hätte mir vorstellen können, dass das ein ziemlicher Griff ins Klo sein könnte, was jetzt einerseits die Spielbarkeit angeht, andererseits die Spielmechanik. Gut, grafisch hat halt einen hübschen Comic-Stil gehabt, das ist ja okay. Aber ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Das Spiel ist nicht perfekt gewesen. Klar, es hatte hier und da noch ein paar kleine Fehlerchen. Der unsichtbare Polizist zum Beispiel oder dass ein paar Objektbeschreibungen gefehlt hat, wenn man, was weiß ich, eine Kiste angeklickt hat und dann stand da Object Number 81 oder so irgendetwas. Das war dann recht lustig. Aber so an sich fand ich es ein angenehmes Spielerlebnis. Also gerade für jemanden, der halt Arkham Horror richtig feiert, so wie ich, ist das hier eine recht coole Kampagne gewesen. Und ehrlich gesagt, ich würde mir sogar wünschen, dass vielleicht noch mehr in die Richtung rauskommt. Mehrere Szenarien, mehrere Kampagnen, andere Abenteuer, andere Ermittler, andere Investigatoren, andere Feinde und mehr Monster. Natürlich mehr Monster. Es waren ehrlich gesagt sogar, ich glaube, ein bisschen wenig Monster. Wir hatten nur diese Wiedergeborenen. Also klar, wir fangen an mit Kultisten, Wahnsinnige, Wiedergeborene, dann diese Brütlinge, Bratlinge und diese Ziegenleute. Das sind, was weiß ich, 5, 6, 7 Monster mit dem dunklen Jungen noch mit dazu gerechnet und vielleicht noch der eine, den ich vergessen habe. Die Polizisten, ja. Die mutierten Polizisten. Ja, da hätte man ein bisschen tiefer greifen können. Also ich meine, in den Arkham Horror Brettspielen gibt's ja auch so unfassbar viele Monster. Ich hätte es zum Beispiel geil gefunden, wenn ja ein paar Dunkeldürer mit dabei gewesen wären und vielleicht ein paar mehr Zaubersprüche. Ja. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Das, was ich, glaube ich, schon einmal angemerkt habe, ist, was ich schade fand, dass das Inventar so aufgeteilt war wie, naja, du hast einfach nur 4 Slots und das kannst du dann mit Gegenständen belegen. Aber was ich schade fand, ist, dass man halt nicht so wie im Brettspiel oder wie im Kartenspiel ein Slot für die rechte Hand, ein Slot für die linke Hand, ein Slot für den Oberkörper, für eine Rüstung oder so etwas und ein Slot für ein Amulett oder für irgendeinen Glücksbringer und Waffen wären dann einhändig oder zweihändig. Ja. Our Cats and Rabbits. Aha. Interessant. Das hat mich noch sehr gefreut. Aber nun ja. Das scheint es gewesen zu sein mit den Credits, mit dem Spiel
Aber die Musik läuft noch. Ich weiß jetzt nicht, kommt da jetzt noch was? Ich will natürlich nichts verpassen und auch nicht irgendwie verzichten müssen, euch irgendetwas zeigen zu können. Aber so wie es scheint, haben wir nur dieses, ja, dieses hübsche Bild. Dieser hübsche Ladebildschirm Hintergrund. Da könnte man sich einen hübschen Desktop-Hintergrund draus machen, wenn man Lust hätte. Oder nicht. Ich drück mal auf Schließen, ne? Ja, und damit sind wir wieder im Hauptmenü. Wir können das Spiel nicht mehr fortfahren, weshalb es heißt, wir sind tatsächlich am Ende. Und ich bedanke mich sehr, 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 sehr stark. Nee, ich bedanke mich sehr häufig. Ich bedanke mich super viel. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, dafür, dass ihr dieses kleine Szenario, zwar hat er jetzt tatsächlich nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe, dass ihr dieses Szenario mit mir durchgespielt habt und durchgeguckt habt, besser. Es wird demnächst auf meinem Kanal ein neues Spiel geben, das auch mit Lovecraft zu tun hat. Es dauert nicht sehr lange, so wie ich die Rezension gelesen habe, soll es wirklich nur 2,5 Stunden oder 3 Stunden Spielzeit haben. Mal sehen, wie lange ich das strecken kann. Ich werde nicht sagen, was es ist, aber es schlägt auf jeden Fall auch in die Lovecraftsche Richtung. Was Greedfall angeht, schäme ich mich ein bisschen zu sagen, dass ich nichts aufgenommen habe. Ich hatte auch einfach nicht genug Zeit. Jedoch ist momentan Wochenende und ich glaube, ich könnte mir morgen am Sonntag noch ein paar Stunden Zeit nehmen, um aufzunehmen und das dann hochzuladen. Wieder im 15-Minuten-Takt. Und ja, dann kommt demnächst das neue Spiel. Also, demnach habe ich alles gesagt, was zu sagen ist. Nochmal sehr vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis denne.